69 Mal hat Holm Pinder für den VfB Leipzig in der zweiten Liga gespielt, davor einige Jahre bei Sachsen gekickt. Verständlich, dass sein Herz immer noch ein wenig für den Leipziger Fußball schlägt und er hofft, dass irgendwann wieder Profifußball in der Messestadt geboten wird. Kiel ärgern, heute also das große Ziel für die Mannschaft, die mit breiter Brust auflaufen kann. Erst Erfurt im Pokal besiegt, dann RB in der Liga. Sebastian Gasch mit der ersten Chance im Spiel nach einer Viertelstunde. Auf der anderen Seite der Eckball für die Gäste von der Ostsee. Der Schuss abgeblockt, dann das Duell zwischen Latowski und dem großen Steil. Und da stellt sich Sebastian Latowski alles andere als gut an. Erst der Doppelrittberger, dann hoch das Bein, Freistoß, 18 Meter, ganz gefährlich. Marc Haider und der Ball ist drin. Die Führung für Kiel nach 19 Minuten. Das 12. Saisontor für Marc Haider. Aber da sehen sowohl der Torhüter der Meuselwitzer, Norman Teichmann, als auch die löchrige Mauer alles andere als gut aus. Kotowski ist das, der heute den Kapitän gab, weil Müller verletzungsbedingt fehlte. Weinert sieht Gasch schön einlaufen, der trifft den Ball nicht voll, aber umso besser dann Latowski. Und dann Gasch und Latowski mit dem nächsten Ausflug zum Eiskunstlaufen. Der Ausgleich für den ZFC durch Sebastian Latowski, der da schneller am Ball ist als Patrick Herrmann. Und die Meuselwitzer kommen wieder über die rechte Seite, wieder über René Weinert. Der diesmal mit dem hohen Ball, der zunächst abgefangen wird. Michael Rudolf, tolles Pfund. Michael Rudolf, der in dieser Woche seinen Vertrag verlängert hat, wie auch Manuel Starke und Robert Böhme. Insgesamt sind sie sehr weit mit den Planungen für die kommende Saison. 9 Spieler der heutigen Startelf haben Verträge auch für die kommende Spielzeit. Luck schön verlängert und Latowski ein bisschen mit Rücklage. Deswegen nicht mehr genügend Druck bei diesem Kopfball. 5 Minuten dann noch zu spielen bis zur Pause. Wieder der Eckstoß für die Kieler von der rechten Seite. Diesmal flach zurückgelegt. Patrick Herrmann und dann rutscht der Ball irgendwie rein. Christian Jürgensen, der Kapitän, ist erfolgreich. Das 1:2 nach 40 Minuten mit der Hacke. Keine Chance für Teichmann hier zur Abwehr. Und Horn Pinder, naja, so wird das nichts mit der Unterstützung für seinen Leipziger Fußball. Fiete Sikora gewinnt das Luftduell, wieder Marc Haider. Schneller am Ball als Luck. 1:2 zur Pause. Carsten Oswald auf der Bank, ein Umstand, der in der kommenden Saison an jedem Spieltag eintreten wird. Oswald wird nämlich neuer Co-Trainer von Holm Pinder. Die zweite Halbzeit, immer wieder angetrieben von Latowski, Riese und das Pass-Ping-Pong, der Ball wieder bei Latowski und der Pfosten rettet für den bereits geschlagenen Daniel Strehle. Es folgte die stärkste Phase der Kieler, die jetzt eine Liga besser spielten als Meuselwitz. Sikora. Schön eingeschoben, der Ball auf Florian Mayer, 1:3 nach 61 Minuten. Da hat man die Klasse aufblitzen sehen. Sikora mit einer Körpertäuschung kann er Ferl verladen und Böhme reagiert zu spät, kann dem einlaufenden Mayer nicht folgen. Aber Meuselwitz steckt nicht auf, kämpfen weiter, investieren mehr jetzt. Bewegen sich besser, reißen dadurch Lücken. 7 Minuten noch zu spielen. Gasch wieder auf Latowski. Der ist vorbei an Strehle, aber trifft das Tor nicht. Die Riesenchance hier noch einmal heranzukommen. Es bleibt am Ende beim 1:3. Meuselwitz verliert gegen Kiel. Ja gut, uns haben sie jetzt seit 14 Tagen immer auf die Schultern geklopft. Wir haben Erfurt besiegt, wir haben bei Red Bull gewonnen und dachten wahrscheinlich einige, es geht so weiter und sind natürlich schnell auf den Boden der Tatsachen wieder gebracht worden. Es ist also nichts geworden mit der Schützenhilfe für Halle und Leipzig. Kiel bleibt weiter oben dran. Es bleibt richtig spannend beim Kampf um den Aufstieg in die dritte Fußballliga.